So. Heilst dich, das ist in Ordnung. Hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Komm, zeig mir den anderen. Komm, das heißt, die anderen sind alle fertig. Ist er also nicht aufs Dach gesprungen. Könnt ihr ruhig alle kommen, das ist kein Problem. Ja, wobei, es ist doch ein Problem, wenn ich keine Munition habe. Scout. Scout, geh bitte komplett bis zur Evac-Zone. So. Hallo. Also, Svampy, du hast Glück gehabt. Du könntest da nicht hinlaufen. Aber ich kann den Commander... Nein, kann ich auch nicht nutzen. Nö, Svampy... Nee, Studio ist zu weit vorne. Das heißt, wir müssen jetzt töten. Was hier an sich auch nicht so schlimm klingt. Das heißt, du springst jetzt mal... das Hütchen da in die Luft. Eat this. Einfach kaputt. Einfach alles weg. Eine valide Taktik. Ja, doch. Finde ich auch. Zweimal schießen. Du könntest die Deckung wegsprengen. Ja, mach mal. Dann geh bitte von hier aus nach da. Springt dann die Deckung hoffentlich weg. Ich weiß nicht, ob die Blumenkörbe wegsprengbar sind. Oh, sind sie. Okay. Dann haben wir jetzt noch zwei. Ihr zwei solltet es schaffen, den Typen da zu töten, auch wenn ihr nur einmal schießen könnt, richtig? Wobei, du kannst nächste Runde einfach sprinten. Mach, mach, weg. Gut. Es geht jetzt keiner zum Ausgang. Sondern wir gehen schön Overwatch. Ja, wirst nicht töten, denke ich. Muss mir jetzt nicht beweisen, dass du es noch schlechter machen kannst als nicht töten. Ist okay, ich glaube dir das. Keine böse Überraschung. Keine böse Überraschung wie ein Raketenwerfer in die Mauer oder so. Nein, einfach nur weg. Oder alle töten? Alle töten gibt bestimmt einen Bonus, richtig? Die stehen so schön zusammen. So. Einmal aufräumen, bitte. Reload. 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 Okay. Also es ist jetzt ein kleines Risiko, da zu bleiben, wenn ich es nicht muss. Aber ich denke, es gibt gute Erfahrungspunkte. Und wenn wir die Mission so abschließen, gibt es nochmal Bonus-Erfahrungspunkte. Doch ein paar, hm? Oh, okay. Es gibt aber auch Bonus-Tote, wenn man, Ich hoffe, ich habe Svampy jetzt nicht Svampy, sondern Studio wieder falsch hingestellt. Doch, habe ich. Was kriege ich hin? Das kriege ich hin. Du gehst bitte irgendwo hin, wo man dich nicht treffen kann. Nicht in die Nähe von dem. Ja, hätten wir das ja mal stehen lassen, hm? Ich denke, der Blumenkasten da könnte helfen. Guck mal kurz. Jo. 17 ist zu wenig. Du bist da ein bisschen zu kritisch. Sniper müsste ich wegmachen.
stehen da hinten. Ich könnte da hingehen, dann sehe ich auch den Sniper. Nein, bringt nichts. Also du läufst jetzt. Oh, Overwatch. Kein Overwatch, kein Overwatch, kein Overwatch, kein Overwatch. Okay. Du läufst jetzt einfach nach da ganz hinten. Bis dahin sollte keiner schießen können. Nur für den Fall. Kein. Hat auch Minimap bis hier. Sie haben keine Gegner im Südwesten. Das heißt, du kannst da hinsprinten und keiner wird dich sehen. So. Und außer irgendwas ändert sich wirklich drastisch, ziehe ich mich dann doch leider nächste Runde zurück. Du sollst dich auch zurückziehen wegen deiner HP. Da will ich nichts riskieren, aber ihr beide, ihr habt fast volle HP, ihr könnt auch töten. Wie töten wir am besten? Indem wir... Musst du da hinten an die Deckung? Achso, wirklich, ne? Nee. Okay, wir töten am besten, indem du auf den da schießt und die Text. Und dann nochmal schießt. Ja. Und zweimal 43% auf den Sniper. Oder einmal eine Command-Fähigkeit auf ihn. Oh, okay, die Command-Fähigkeit nutzen können, um Stuhlion nach Hause zu bringen. Ja, die vergesse ich zu häufig. Das ist wirklich nicht schön. Also zweimal 40% auf den Sniper. Oder ihm Command-Fähigkeit geben und dann eine wie viel prozentige Chance zu haben? 50%ige Chance zu haben, um ihn aufzu... Nee, ist besser, wenn wir auf den gehen. Jo, läuft. Gut. Jetzt noch die Command-Fähigkeit. Ich bin kein bisschen giebig, nein. Du, Decker. Territor. Ah, okay. Wäre auch eigentlich übertrieben, wenn es auch noch geklappt hätte. Wäre sehr schön gewesen, keine Frage. Schön epischer Filmmoment, aber ist halt kein Film. Auch wenn es dafür eine Second Wave Option gibt im Spiel. Ein Cinematic Modus, was alles so ein bisschen einfacher macht. Also ein bisschen übertrieben. Also alle Helden treffen mehr, die Flugzeuge treffen eher und. Ich bin so... Studio, komm mal her. Granate. 10 spitzenartig mal so. Eat this. Achso, und für diejenigen unter euch, die jetzt Zähne knabbern dastehen und sagen, aber du hast doch gerade eben gesagt, das nennt sich adaptive Taktikanpassung. Es hat sich eine Gelegenheit ergeben und ich nutze sie. So, du nutzt mal die Gelegenheit. Und du nutzt mal die Gelegenheit. Und du kannst gerade leider keine weitere Gelegenheit nutzen. War da nicht noch einer? Jo, war noch einer. Den suppress du jetzt bitte. Weil es einer der letzten sein könnte. Jo, du musst Tanker down. No. Okay, okay. Das kann jetzt sehr, sehr schlimm enden. Tut's aber nicht. Oh, wenn die näher rangekommen wären mit der Deckung, dann wäre es vorbei. Okay, du... Studio... rennst raus. Das ist übrigens wieder eine adaptive... Taktikanpassung, was redundant ist für diejenigen, die zugehört haben. So, weg, 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 weg. Weg. So. Ganz knapp. Bye, bye. So, das war doch mal eine interessante Mission zum Wachwerden, würde ich sagen. Continue.
So. 17 Tage, 37 Tage. Jo. Wir haben Zwenki und wir haben die Bases nicht in Ägypten. Und wir müssen schon was reparieren. Jo. Okay. All raus. Und zeig mal jetzt. Cover up. Da war gerade was Rotes. Ist not in the United States, also komplett nix. Ja, haben wir immer noch 4 Stück. Masken? Intel scan complete. In German. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist nicht Germany. Germany ist da. Covered up. Habe ich denn überhaupt gerade noch einen Scout? Assault Sniper Infant. Nee, habe ich nicht. Doch hier. K-Tech. Du bist ein hoher. Ja. Ja gut, muss sein. Send Operative on Mission. This new technology is incredible. Weapons in particular. I don't know what we're gonna do with this stuff once the aliens are gone. Krieg 3. Why nein, wir wissen ja, was passiert. Egal. Ich spoiler nicht, XCOM 2. Ich habe XCOM 1 noch nicht mal richtig durchgespielt. Aber den zweiten Teil. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee, war. So, geh zurück. Und jetzt haben wir noch ein gelandetes UFO, das ich nicht stimmen werde. Und wir haben UFO 115, was mir gleich was schießt. Oder einfach abhaut. Oder einfach abhaut. Sauber. Okay, Advanced Power Armor. Zeig her. Among the heaviest of all body armors prototypes, the Titan Armor makes use of the complex alien power management systems to provide a continual powered assist to the operator of the suit as they move through the battlefield. Klingt schon mal episch. Okay, eine Corsair Armor und eine Titan Armor. Die soll richtig nice aussehen. So, das war das eine. Dann wollte ich die Gauss-Waffen noch verbessern für die Shotgun-Variante und die Sniper-Variante. Allerdings schiebe ich, glaube ich, die beiden Sachen noch mit rein, weil die könnten Research-Bonus geben. Also machen wir mal den Lead. As if the standard muton hadn't given us enough trouble, the aliens apparently kept several of these elites in waiting for the later stages of their invasion. So, es dauert nur 2 Tage, das sollte soweit passen. Engineering Build. Was braucht Titan? 60 Alloys. Einer. Der Mech 1 Paladin wird gar nicht gebaut bisher, ne? Okay, schade. Corsair Armor. Hat einen Grappling Hook. Nee. Ich warte lieber, bis das da kommt. Vielleicht kriegen wir ja einen Refund für 5 Punkte oder was ähnliches. Dann können wir die erste Titan Armor bauen. Also keine Alloys ausgeben. Geru Zunft. Geru Kunft. So, und hier jetzt. Nein. Commander, our failure to respond to the latest UFO contact is sure to displease the Council. One of our top priorities is to maintain satellite coverage over the Council's member nations. Ja, ich weiß. Das hier ist sehr verlockend. Aber ich denke, ich werde es nicht machen. Aber wir brauchen die Flotte wieder für irgendwas. Wenn nicht, würde ich sie eher verkaufen. Aber wir haben jetzt schon wie viele Scientists? 56. Da machen jetzt 2 mehr nicht mehr so viel aus. Weil das ist ja keine, ne? Gerade Steigerung, das ist ja eine. Ne, warte. Ich glaube, so eine Kurve ist es. Das heißt, wir sind jetzt gerade hier. Und wenn wir jetzt noch 2 dazu kriegen würden, würden wir nicht irgendwo da landen, sondern wir würden dann dahin gehen. Von da unten Start. Also, ich glaube, das macht nicht mehr so viel aus. Da habe ich lieber den Loot und die Leichen für andere Sachen. Ne? Passt schon.
ebenfalls sehr schön, dass der jetzt auch fertig ist. Da könnte ich jetzt sonst erstmal nichts mehr bauen. Wir könnten das Alien Containment jetzt umsiedeln. Braucht das auch irgendwelche Ressourcen, die ich gerne hätte? Das kann ich jetzt noch nicht sehen. Aber ich werde das Geld auch für die Rüstung brauchen. Mache ich später. Strom geht noch, aber ist auch nicht mehr so super toll. Behalten wir mal im Auge. Research fertig, sehr gut. Secondary Heart Available Energy Lab. Das ist mega wichtig. Tactical Rigging. Extra Items mitnehmen. Oh ja. Und hier, Secondary Heart. Causes soldiers to bleed out instead of dying the first time they go to Zero Health in a mission. Noch ein wichtiger Punkt. First time. Das heißt, wenn wir sie dann reviven, dann haben sie den Bonus nicht mehr. Also sie können dann immer noch sterben. The bleed-out timer is exceeded by 2 turns. Das heißt, 3 bis, keine Ahnung, 9 Runden können sie ausbluten. Und sie verlieren keine Willpower mehr. Das war vorher so eine Sache, die nicht schön ist. Das heißt, wenn sie kritisch verwundet werden, was ja schon schlimm genug ist, und nichts mehr machen können, dann kriegen sie auch noch permanent Willenskraft abgezogen. Ja, das heißt, ein paar von unseren Veteranen sind inzwischen echt willenslos. Das sorgt jetzt dafür, dass ab sofort, sobald das implantiert ist, das nicht mehr auftritt. Dafür haben wir auch 6 Stunden mehr Fatigue, das ist aber vertretbar. Dann als nächstes hätte ich gerne dich, um zu gucken, ob das da irgendwas ähnlich Schönes gibt. Another variation on a previously identified specimen. This is the heavy floater. As you can see, the aliens have made substantial improvements to the armor and weapon systems available, while removing some of its exposed vulnerabilities. An extremely dangerous combatant. Ja, das kommt als nächstes. Jetzt das Gene Lab. Wenn ich da jetzt ein Herz einfügen würde, zum Beispiel bei, wir haben hier gerade 2 Medics zur Verfügung, ich werde wahrscheinlich nicht beide brauchen, also schicke ich jetzt mal Sunny rein und gebe ihm erstmal kurz das Geld. Meld haben wir noch genug. Ich hätte gern ein Doppelherz für dich. Wo wir gerade dabei sind, hätte ich auch noch, naja, es muss nicht wirklich sein. Das müsste ich eigentlich allen Soldaten geben. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, erst mehr. Weil 12 Stunden mehr Fatigue ist schon happig. When used on the soldier. Complete immunity to poison and acid. Ja. Oder, dass sie nicht mehr psionisiert werden können. Nee, ich nehme das da. Kostet jetzt zusammen nur 12. Und jetzt wird zusammengerechnet. Okay, also wir müssten jetzt theoretisch 15, 45 Dollar gleich verlieren. Wir haben nicht so häufig Hide Advantage. Nee. Vorsicht damit. Also 45 Dollar weniger. Gucken wir mal. Ah, okay. Wird nochmal zusammengezogen. Und dauert 14 Tage. Yo. Excellent. We'll begin prepping the candidate for surgery immediately. I will notify you when the genetic modification process is completed. Das heißt, ich kann das wirklich nur sehr sporadisch zwischendurch auch machen und so halt unsere Veteranen sichern. Aber ich kann halt nicht zu viele Veteranen auf einmal reinschicken, sonst haben wir keine Veteranen mehr, um die Mission zu schaffen. Ja, aber trotzdem sehr schön, dass wir es jetzt können. Gleich mal schauen, was meine anderen Veteranen so sagen. Ja, also alle mit dem Rang Master Sergeant haben da Priorisierung. Wie schaut es eigentlich allgemein so aus? Wounded. Ja, viele Wounded. Der Rest ist nicht so wirklich fatigued und wir haben einfach viel zu wenig Leute. Jo. Wir brauchen mehr Leute. Aber ich will jetzt keine mehr kaufen. Ich brauche Geld und Zeug. So, Gauss Rifle kommt.
Ja. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich hätte, da wir jetzt hier den Nexus gebaut haben, Satelliten losschicken müssen. Oh. Sehr gut. Ich habe kein Mist gebaut. Wir haben gar keine Satelliten. Ich glaube, ich hatte da mal was angeleiert. Ja, aber da kommen nur zwei. Wir bräuchten eigentlich vier, um das komplett abzudecken. Ja, gut, schade. Also gut, weil ich keinen Fehler gemacht habe. Schade, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dann müssen wir gucken. Aber wir können die zwei Satelliten nutzen, um die Panik nochmal zu reduzieren vor der Council-Mission. Und es soll auch gut Punkte geben. Trotzdem bräuchte ich jetzt mehr Geld, um die letzten zwei Satelliten zu kaufen, damit wir dann Europa anschnappen. Habe ich eigentlich hier noch was? Thinman brauchte ich. Berserker bin ich mir nicht sicher. Das da kann weg, ja. Wow. Okay. Lassen wir das. Mexiko. Es wäre sehr schade, wenn Mexiko verlieren. Da kann ich keinen Satelliten mehr hinschicken. Abduction-Mission. Commander, we picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the holodeck. Ja, gib Geld, gib die letzten 5 Alloy hoffentlich für die Rüstung. Schauen wir mal, wer so alles zur Verfügung steht. Also, Chef, du. Das wären schon mal 5 sehr gute. Hätte jetzt gerne noch 2 so, lala, wie dich. Und dich. Sogar einen schlechten, weil es ist ja nur eine Abduction-Mission. Eigentlich schon, ne? Sonst werden sie ja nie besser. Wir haben ein paar Lance Corporals. Ein Backup-Medic klingt nicht schlecht. Das können wir mal so machen. Okay. Und da kommt jetzt Ausrüstung drüber.